Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir den Football Manager 2024. Wir werden eine kleine Karriere machen. Also eine Reihe mit einem Verein. Tut mir leid, auch schon für einen Verein entschieden. Und zwar in der zweiten Bundesliga. Und zwar starten wir in diese wunderbare Managerkarriere mit Eintracht Braunschweig. Wir wählen den originalen Modus und gehen. Ja, wir können noch mal was ändern. Und zwar nicht die frühe Vorbereitung, sondern Beginn der zweiten Bundesliga. Denn wir wollen natürlich keine Zeit verschwenden. So. So, das lädt einmal. Solange mache ich kurz einen Cut. So. Wir gehen auf mein Profil. Das bin ich. Und wir werden Trainer. Ich gebe euch mal kurz Zeit, um euch das durchzulesen. Und los. Wir sind in der letzten Saison 15. geworden. Unser Erzrivale Hannover 96. Und das ist unsere beste Mannschaft. Erstmal hier Fantyp. Es gibt 11% unserer Fans sind Erfolgsfans. 13% Ultras und wir haben 16.986 Dauerkartenbesitzer. 0 sind auf der Warteliste und normal, also normale Fans sind 39% und auch Familien. Und Geschäftsleute 1% nur, also. Das kann einiges. Sehr. Das sind die Ziele, die wir erreichen müssen. Und der Vertrag läuft halt auch schon Ende der nächsten Saison aus. Und hier ganz viele Spieler, deren Vertrag ausläuft. Also da verhandel ich kurz. So, lange Zeit später sind wir endlich fertig. Hier noch Jugendspieler, aber ich weiß nicht, ob das so wichtig ist. Ey. Ey, der war mal Berater bei uns. Und jetzt. Ja. Und der wurde gefeuert. Wir erstellen uns erstmal eine Taktik. Das mache ich auch nochmal eben. Und dann starten wir gleich in das erste Spiel. Also so, ich bin mit allem fertig geworden. Ich habe auch nochmal ein kurzes Testspiel ohne euch gemacht. 0-0 gegen unsere B11. Naja, war jetzt nicht so spektakulär. Außer, dass wir halt diese Partie über dominiert haben. Aber wir haben es halt nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Ja, ganz viele Spieler nehmen die Verträge an. Und wir spielen zu Hause gegen Holstein Kiel. Das sind die Ratschläge zur Aufstellung, aber wir lassen das so. Weil ich finde, das ist eine gute Aufstellung. Und wir gehen in die Pressekonferenz. In einen Dreierstand. Ich bin zuversichtlich. Ja, dass wir einen Dreier
machen können. Letztes geht gegen Kiel. Werden sie vor Spiel gewinnen? Ja, wir werden offensiven. Natürlich. Sie ist Robin Krauses Leistung abhängig. Robin ist einer der besten Spieler der Liga, also. Wird, er macht Fortschritte auf jeden Fall. Ich werde ihn wahrscheinlich eh mit auf die Bank nehmen. Ja, genau. Macht Ausstiegsklausel. Keiner kann uns sicher sagen, wann wir die Zukunft sehen können. Ja. Erster Spieltag kriegt immer näher. Ja. Und hinaus. Wir stürmen einfach mal hinaus. So. So, ganz viele Spieler unterschreiben noch Verträge. Jetzt sind wir auf Platz 8. Aber wir haben natürlich noch das Spiel nicht gemacht. Und zwar Philippe erstmal nominieren hier für die Liga. Genau, Endo. Hier sind auch noch ein paar Spieler dazugekommen. Upsi. Ja, okay. Endo lassen wir doch erstmal noch zu Hause. Hier, wir nehmen immer die Wahl des Mitarbeiters, weil ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Oder das ist immer das Gute, wenn man das wählt, was der Vorstand und so alles denkt, was sie nehmen würden. Dann nehmen wir das, natürlich. Auch. Wir gehen in unser erstes Spiel. So, ich muss kurz etwas einstellen. Okay. Dann geht's los. In Braunschweig. Braunschweig empfängt Holstein Kiel. Uca direkt guten im Ballgewinn nach 13 Sekunden. Hofmann. Das ist der Einwurf für Kiel auf an Rote. Griesbeck erobert die Kugel. Aber der Ball landet nicht bei Multhaub, sondern bei Eras. Multhaub holt sich die Kugel zurück. Donkor. Jetzt Multhaub. Pichler holt sich die Kugel wieder. Und der Ball landet bei Becker. Schulz, schöner hoher Ball auf Becker. Becker zieht in die Mitte, spielt einen schönen Pass auf Pichler. Und es gibt die erste Ecke, 6. Spielminute. Schulz. Schulz mit der Ecke, Flanke kommen, aber Ivanov. Mit dem Kopfball. Schade, da hättet ihr euch gut den Ball holen können, aber da war zu wenig Herzblut drin. Hier, man sieht auch der Schiedsrichter Robert Kampka und 21.841 Zuschauer sind auch hier nach Braunschweig gekommen. Donkor. Gomez. Guter Ball auf Uca. Uca hat viel Platz. Uca auf Außen. Rittmüller. Erstmal zurück zu Krause.
Griesbeck. Schöner Ball auf Fabio Kaufmann. Aber der schießt den vorbei. Das war eine richtig gute Gelegenheit. In der 20. Minute. Jetzt bekommen die den Freistoß. Komenda. Schripski, der spielt erstmal zurück zu Becker. Der hat übrigens schon, der hat auch schon die gelbe Karte gesehen. Also jetzt der gute Ball auf Schripski und das ist das 1:0 für Kiel. So, es soll abseits gewesen sein. Deswegen überprüfen sie das nochmal. Und das Tor wird aberkannt. Tor zählt nicht. Hier Johansson und Schripski steht im Abseits. Ja. 22. Minute. Der Treffer zählt nicht. Wir gehen mal auf kontrolliert. Eckball für Braunschweig. 31. Minute. Donkor mit der Ecke. Ivanov. Robert Ivanov. Jetzt sind wir besser im Spiel, sage ich es wie es ist. Die Umstellung auf die Grundausrichtung auf kontrolliert einzustellen war eine gute Entscheidung. Guter, schöner Ball auf Kaufmann. Fabio Kaufmann. Kaufmann! Däne ist da. Aber wir halten den Ball. Respekt. Wieder Rittmüller. Flanke. Ball wird geklärt. Zur Ecke. 34. Minute. Kontus, mach das 1:0. Unsere Führung wäre verdient. Wir sind die bessere Mannschaft, haben mehr Abschlüsse. Rittmüller mit der Ecke. Nächste Ecke. Von der anderen Seite. Timo Becker klärt in Seiten aus. Non-Core. Von der anderen Seite. Jetzt rein damit. Aber Däne kommt dahin und holt sich die Kugel. Erstes Tor auch in Fürth. 1:0 für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Einwurf Rothe, Porat. Langer Ball, abgefangen von Riedmüller. Griesbeck auf Krause. Gomez und Uta! Und Däne. Gute Parade von Kieler Torhüter. Gibt die Ecke. Riedmüller. Gomez, aber der ist sehr weit am Tor vorbei. Es ist Halbzeit in Braunschweig 0, torlos. Jetzt in Halbzeit 2, 0:0. Steht es zwischen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel. Na, dann kann halt das Solo auspacken, hat aber nicht geklappt. Also, Eckball für Braunschweig. Riedmüller rein damit. Es gibt Elfmeter. Robert Kamka zeigt auf den Punkt. Den Videoassistenten, der überprüft diese Szene und es gibt den. Es gibt Elfmeter. Den darf Robert Ivanov schießen. Jetzt Robert Ivanov gegen Däne. Ivanov 1:0 für Eintracht Braunschweig. 59. Spielminute und es steht 1:0. Wir werden mal wechseln. Wir bringen mal Kadis Kanner für Gomez. Und Uca muss auch raus. Für ihn bringen wir E-Horst.
Kali Johansson. Schulz auf Rote. Rote, schöner Ball auf Schrebski. Steven Schrebski. Schrebski im Strafraum. Pichler. Wir gehen mal auf entscheidende Highlights. Wir bringen auch mal nochmal Marx für gleich rein. Erstmal hier die Ecke. Ball wird aber geklärt. Nächste Ecke Braunschweig. Kiel. 61. Minute. Ball kommt, Ball wird aber geklärt. Becker. Timo Becker. Timo Becker hat auf den Außen viel zu viel Zeit. Komenda auf Schulz. Schulz zu Sander. Sander, probiert's mal! Jetzt bringen wir mal Ryan Philippe und Helgason. Helgason. Wir stellen mal wieder zurück auf ausgewogen. Tor in Fürth. Das 2:0 für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Wir bekommen den Einwurf. 79. Spielminute jetzt. Griesbeck. Helgason. Marx. Auf Philippe. Philippe runtergespielt auf Donkor. Der nimmt den sich einfach mal und macht hier fast das zweite. Wir bekommen nochmal eine Ecke, 87. Ryan Philippe. Ihorst. Ich weiß gar nicht, warum der Stürmer da ist. Aber egal, Ihorst. Griesbeck, Helgason. Und Philpass und Konter von Kiel. Tutu Martino. Schrebski! Und Marcino verballert den. Bekommen wir nochmal eine Szene. 90. Minute. Marcino. Kaliskanne. Nochmal Marcino. Marcino. Zum zweiten. Becker. Kleine Bekel. Sander. Schrebski! Aber wieder nicht. 91. Minute. Okay, und das soll es dann aber auch gewesen sein. Und wir gewinnen. Und dann würde ich sagen, das war's mit meiner ersten Folge von Football Manager 2024. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.